Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal eine leckere Rindswurst machen. So, was wir dazu brauchen, das sind 22 Gramm Pökelsalz. Ich habe aber jetzt dafür genommen Meersalz, Chili habe ich genommen. Dann braucht ihr 4 Gramm Kutterhilfsmittel, laut Herstellerangabe 5 Gramm. Ich habe jetzt 3 Gramm genommen. Dann habe ich hier Pfeffer 3 Gramm. Dann habe ich hier eine kleine Zwiebel klein geschnitten und eine Zehe Knoblauch. Dann habe ich hier Limette geraspelt, 1 Gramm genau. Dann habe ich hier ganzer Kümmel, könnt auch Kümmelpulver nehmen. Dann habe ich hier Muskatnuss und noch Koriander. Die genaue Mengeangabe werde ich euch ins Rezept reinschreiben. Dazu brauchen wir noch 26, 28er Schweinedärme. So, das Fleisch sollte vorher gut angefroren sein. Also nicht so durchgefroren, nur angefroren. Das reicht. Und ich habe jetzt hier 250 Gramm Schweinegehacktes genommen. Seht ihr, das habe ich jetzt dann im Discounter. Das ist auch schön fett, weil mir geht es ums Fett. Man könnte auch dann Rückenspeck reinmachen, Schweinebauch. Aber ich habe das jetzt heute Morgen nicht gekriegt. Und ich mache es ja mal jetzt mal auf die leichte Tour. So, dann geben wir noch dazu unser Rindfleisch. Gesamtmenge sind jetzt 650 Gramm. Das hat nur 5% Fett, muss ich auch mal dazu sagen. Ich habe die Gewürze ganz genau abgewogen mit der Grammwaage. Also ich gehe jetzt ganz genau auf 1000 Gramm. So, das sind jetzt ganz genau 1000 Gramm. Seht ihr, das ist ein bisschen leicht angefroren. Gerade so wie es ist, gebe ich das jetzt nochmal in den Frierschrank rein. Und da kann das so lang schön kühlen. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier 26, 28er Schweinedärme. Das gibt ungefähr 10 Würste. So, ich nehme dann immer so einen Trichter dazu. Ziehe das so ein bisschen da drüber. Und ich spüle die mit lauwarmem Wasser, spüle ich die jetzt ein bisschen aus. Ich habe hier einen Stopfer reingemacht, dass das Wasser dann im Waschbecken drin bleibt. Das hat auch einen bestimmten Grund. Da können sich die Därme schön entfalten und verknuddeln auch nicht. Schön auswaschen, da ist immer Salz drin. Das ist zwei, dreimal, dass ich das durchlaufe. So, die sind dann jetzt auch schon schön sauber. Vorm Aufziehen sollte man die noch ein bisschen das Wasser so rausdrücken, weil da ist immer noch ein bisschen Wasser drin. Ich gehe jetzt hin, lege sie einfach ein bisschen in lauwarmes Wasser rein. Da können die schön einweichen, die sollen weich werden. Kleiner Schuss Essig rein. Dann gebe ich noch einen kleinen Schuss Salz hinzu. Das ist, dass die Därme schön weich werden und auch sauber. Das stellen wir beiseite. Okay, wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt gleich. Wir bauen jetzt mal unsere Maschine auf. So, ich habe jetzt gerade wieder eine E-Mail gekriegt, eine Anfrage meiner kleinen Küchenmaschine, die ich da habe. Das tue ich nochmal ganz schnell erklären. Das ist eine Philips, ja, und die hat ein 3 Liter Fassungsvermögen. Ja, da gibt es dann noch verschiedene Aufstecker drauf, da kann man Salat mit raspeln, alles mögliche kann man mit. Da hat zwar jetzt 3 Liter Fassungsvermögen, aber im Endeffekt kannst du auch nur, ja, 1,5 Kilogramm Fleisch geht ganz gut. Also man muss dann, wenn man 3 Kilo hat, zweimal kuttern. Gut, zeige euch noch diese Bezeichnung jetzt ganz schnell. Ich habe mir den jetzt übrigens gekauft beim Händler im Internet und für 25 Euro. Da ist nichts dran. Einmal okay, das ist eine Philips HR7774 mit 1000 Watt. So, und ich habe mir jetzt heute überlegt, wenn ich die Maschine jetzt schon aufgebaut habe und erklärt habe, dann mache ich es jetzt auch gerade mit der Maschine. Eigentlich wollte ich es ja jetzt im MC machen oder im Thermomix. Wir machen es heute mit der Maschine. So, wir geben jetzt unseren Hackfleisch hier hinzu. Hat ja schon eine ganz klasse Farbe, das sieht man ja schon. So, diese 250 Gramm Schweinefleisch, die hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Die werde ich erst zum Schluss untermixen. Okay. Deckel drauf. So, ich habe mir jetzt die ganze Gewürzmischung hergeholt. Ich lasse die Maschine jetzt mal langsam laufen, dass ich die Gewürze schön vermenge. Und die gebe ich jetzt mal ganz langsam hinzu, auf langsamer Stufe. Ich werde mich ein bisschen beeilen, weil das muss schnell gehen.
Das darf nicht mehr wie 14 Grad haben. Ich lasse jetzt mal ganz langsam laufen. Gebe mal schnell meine Gewürze hinzu, dass sich das alles schön vermischt. Ich habe jetzt hier genau 180 ml Sauersprudel, sagt man bei uns, oder Selterwasser, und die lasse ich jetzt hier mit reinlaufen. Ich gehe jetzt auf volle Stufe und lasse das mal laufen. Ich kontrolliere mal, wie viel das Fleisch jetzt hat. Es hat jetzt 2 Grad, also da kann ich einiges noch laufen lassen. Ich gebe zum Schluss noch ein bisschen Limette hinzu. Ja, hier gebe ich noch hinzu, und mein Rest von Hackfleisch. So, wie gesagt, volle Stufe, Mineralwasser dazu, ganz locker bleibe. Ich schalte jetzt mal die Maschine ein und gebe meine Sache dazu. So, ich habe es mal kurz abgestoppt, um die Temperatur zu messen, und das Fleisch, was neben ein bisschen hoch ist, das kann man ein bisschen runterdrücken. Ja, das hat jetzt 5,4 Grad und dann sehen wir mal. So, volle Kanne wieder. Auch eine Bindung kriege, und es kriegt es automatisch durch das Kuttern hier. Das Selterwasser ist auch für die Bindung. Wenn ihr möchtet und habt kein Kutterhilfsmittel, könnt ihr natürlich dann jetzt auch Maisena hinzugeben. Das sind das so 20 Gramm, könnt ihr dazugeben, das reicht. Das hat 8,2 Grad. Ja, das lasse ich noch ein bisschen laufen. So, dann messen wir das nochmal. Es hat 11 Grad. So, ich habe mir jetzt einen Wurstfüller bereitgestellt. Seht ihr, wie das klebt? Hat eine super Bindung bekommen. Wie gesagt, ihr könnt dann auch Maismehl dazu nehmen, um die 20 Gramm. Man kann auch ein bisschen höher gehen und ein bisschen weniger nehmen. Das müsst ihr ausprobieren, falls ihr kein Kutterhilfsmittel habt. Ich habe ja noch zusätzlich Selterwasser genommen. Das ist auch für die Bindung. Also wie gesagt, ihr könnt auch Rückenspeck mit reinmachen, 250 Gramm. Ich habe jetzt halt keins gekriegt wieder, und ja, habe ich so gemacht, aber das funktioniert auch. Normalerweise kommt bei der Rindswurst ja überhaupt nichts rein mehr, halt nur Rindfleisch, aber nur Rindfleisch möchte ich auch nicht. Der Geschmack ist mir dann ehrlich gesagt zu stark. So, das tun wir jetzt dann ein bisschen luftfrei, stopfe hier. So, wie ihr seht, da kommt ja schon das erste, und jetzt ziehen wir die Därme auf. Die Därme tun wir dann ein bisschen entwässern noch. Da ist ja immer ein bisschen Wasser drin. Ich ziehe die als zwei, dreimal nochmal durch, drücke das mit dem Daumen ein bisschen fest, und dann sieht man auch, wie das Wasser dann schon wieder rauskommt. So. So, den Darm ziehen wir jetzt hier auf. Ich hoffe, ihr könnt alles schön sehen. So. Das Ende tun wir ein bisschen zuknoten. Der Darm schieben wir dann mal ein bisschen vor. So, und jetzt füllen wir mal unsere Würste ab. So sehen sie jetzt mal aus, meine Würste. Und die nehme ich jetzt, wie sie sind, und hänge sie auf. Und so für einen Tag. Müssen allerdings schön trocken sein, und dann werden sie geräuchert. So, Leute,
Ich hoffe, ihr könnt es noch erkennen. Ist ein bisschen spät schon. So sehen jetzt die Rindswürste aus. So. Sollte natürlich ein Loch bleiben, das einen Zug kriegt. Und da benutze ich hier aus dem Discounter. Das kostet ungefähr 5 Euro, halt aber ewig, 500 ml. Da brauchst du ganz, ganz wenig nur. Das mache ich mal hier rein. Und es brennt lichterloh. Ich zeige euch das mal. Mehr kann ich euch leider nicht zeigen, weil es draußen dunkel ist. Stecke ich es da mal an. Seht ihr, wie das schon schön brennt und so bleibt es auch, wenn es ausgebrennt ist und dann geht es schon los. So, moin Leute. Hier seht ihr nun meine Rindswürstchen. Die sind jetzt dann durch den Räucherofen gegangen und werden jetzt nochmal abgebrüht. Und wie ich das jetzt gleich mache, das zeige ich euch. Die werden immer vorher geräuchert, vor dem Abbrühen. Und die sind halt farblich, hier sind sie ein bisschen heller noch. Aber das kommt davon, da ich sie so aneinander hänge hatte. Ich wollte mal die Arbeit nicht machen und die einzeln aufhänge. Deswegen. So, die Würste werden jetzt bei 75 Grad. Wir haben jetzt 71 Grad. Ich koche das jetzt noch ein bisschen hoch. Halbe Stunde Brühe. Dann sind die Würste fertig. Nach dem Brühen werden die dann langsam abgekühlt. Und die Würste kann man dann in Wasser heiß machen. Oder auch braten oder auch grillen. Wenn ihr riechen könnt, wie lecker die riechen, das ist Wahnsinn. So, ich gebe jetzt die mal da rein. Ja. Wenn sie ein bisschen hochschwimmen, kann man auch ein kleines Tellerchen noch oben drauf legen. Genau eine halbe Stunde. So, die halbe Stunde ist nun rum. Also so sehen sie jetzt mal schon aus. Ich werde mal auch eine anschneiden, mal um zu sehen, wie die jetzt aussehen. Innen drin sehen wirklich aus wie Rindswürste, muss ich sagen. Muss ich auch mal probieren. Also sowas Gutes habe ich noch gar nicht gegessen, muss ich jetzt sagen. Hammermäßig geworden. Dass ihr das einmal ganz genau sieht. So Leute, probiert's aus. Ist hammermäßig. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.